أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Verehrte Anwesende, ich muss um Entschuldigung bitten für meine Stimme. Die wird aber wiederkommen während des Sprechens, denke ich. Ich habe mich nicht so schnell vom kalifornischen Klima auf das hiesige umgestellt. Aber ich bin ganz getrost. Ich hatte einen muslimischen Arzt, der mir versprochen hat, zugesagt hat, die Stimme kommt zurück, wenn sie gebraucht wird. Und ich freue mich sehr, an der TU Clausthal über Goethes Verhältnis zum Islam sprechen zu dürfen. Die Thematik hat mich seit Jahrzehnten beschäftigt, lange bevor es durch den 11. September 2001 und seine katastrophalen Folgen immer dringender geworden ist, Lösungen für ein besseres Verständnis und normaleres, friedliches Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen auf unserem gemeinsamen Globus zu finden. Autoren wie Rudyard Kipling, die behaupten, Ost und West würden einander niemals verstehen, oder wie Samuel Huntington, der den Clash of Civilizations für unausweichlich erklärt, missbrauchen meines Erachtens ihren schriftstellerischen Einfluss, indem sie die in einigen Ländern herrschenden Feindseligkeiten so darstellen, als seien sie unvermeidlich. Und dadurch den Menschen das Gefühl geben, als gäbe es keine Alternativen, keine vernünftigen Alternativen. Goethe dagegen, der schon vor 200 Jahren in globalen Dimensionen dachte, hat mit dem ihm eigenen Verantwortungsbewusstsein alle Voraussetzungen für ein verständnisvolles Miteinander dargelegt. Die Komplexität seiner Einsichten lernen wir erst jetzt wahrhaft schätzen, wo wir uns der Notwendigkeit echter Dialoge zwischen der westlichen und der islamischen Welt bewusst werden. Diese Notwendigkeit aber war Goethe schon in erstaunlich jungen Jahren klar, als er in seiner Umgebung Vorurteile abzubauen begann und mehr und mehr in eine Mittlerrolle hineinwuchs. Darauf deutet auch seine Selbstbiografie Dichtung und Wahrheit, wo er mit Bezug auf seine Faszination durch den Vorderen und Mittleren Orient sagt, Zitat, der Mensch mag sich wenden, wohin er will, mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. Dieser ihm von der Natur vorgezeichnete Weg führte ihn im Geist immer wieder magisch zu den Ländern des Euphrat und Tigris, des Jordan und Nil, sodass er sich dort oft heimischer fühlte als in seiner Frankfurter Umgebung. Er flüchtete, nach seinem eigenen Ausdruck, schon ganz früh, Zitat wieder, nach jenen morgenländischen Gegenden, wo er sich zugleich in der größten Einsamkeit und in der größten Gesellschaft fand. Es ist eine Besonderheit von Goethes Autobiografie, für die es keine Parallele in der Weltliteratur gibt, dass die Entwicklungsgeschichte des Autors völlig verwoben ist mit der Geschichte Palästinas, jenes, ich zitiere, viel gepriesenen Landes, seiner Umgebung und Nachbarschaft, sowie den Völkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten. Goethes Autobiografie bekundet sein frühes Interesse für den Stammvater der Muslime, für den Stammvater der Araber Ishmael, den sein Vater Abraham mit der Ägypterin Hagar zeugte und der auf höheren Wink
wie Goethe sagt, durch den Engel des Herrn gerettet wurde, damit Ismael auch zu einem großen Volk werde und die unwahrscheinlichste aller Verheißungen, nämlich der wie Sterne zahlreichen Nachkommenschaft Abrahams, selber über ihre Grenzen hinaus in Erfüllung gehe. Das Thema des Bruderzwists zwischen Ismael und Israel, dem Stammvater der Juden, nimmt erstaunlich breiten Raum in Goethes Jugenderinnerung, in Jugendgeschichte ein, was darauf hindeutet, dass er sich dieses Zwistes früh bewusst war. Bei allem spürbaren Mitgefühl zwischen den zerstrittenen Nachfolgern Abrahams nimmt er als Berichterstatter nirgends Partei für die eine oder andere Seite. Schon als Junge lernte Goethe auf eigenen Wunsch, er musste es dem Vater direkt abdringen, lernte er Hebräisch und empfing damals auch gleichzeitig die ersten Eindrücke von der arabischen Sprache und Schrift. Als Student studierte er dann gründlich den Koran, machte sich Exzerpte daraus und verdammte als Rezensent eine islamfeindliche Koranübersetzung in Grund und Boden. Sie hatte die damals übliche Tendenz der christlichen Orthodoxie, muss ich leider sagen, Mohammed als Lügenpropheten hinzustellen, wogegen Goethe ausdrücklich in Dichtung und Wahrheit betonte, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens habe er Mohammed als Betrüger ansehen können. Von Jugend an war das Bezeichnendste und Wichtigste an Goethes Einstellung zum Islam sein fundamentaler Respekt. Im 19. Jahrhundert wurde bewiesen, dass alles Lebendige in der Natur nur aus Leben hervorgeht. Omne vivum ex ovo. Urzeugung aus der Materie, Übergänge zwischen Leblosen und Lebendigen, bis dahin als selbstverständlich angenommen, erwiesen sich als Täuschung. Aber gleichzeitig begann die neue Überbrückung. Die organischen Stoffe, bis dahin allein vom Leben hervorgebracht, wurden von Chemikern im Laboratorium aus anorganischen Stoffen synthetisch hergestellt. Zuerst 1828 der Harnstoff. Seitdem erwuchs die moderne organische Chemie. Eine unermessliche organische Stoffwelt bis zu hochkomplizierten Eiweißmolekülen wurde gefunden. Aber alle diese Stoffe sind zwar organisch, aber leblos. Trotzdem wollen viele die Vorstellung nicht aufgeben, eines Tages werde man lebendige Substanz aus den höchsten Eiweißmolekülen, das Leben selber aus der Materie herstellen können. Das aber ist unmöglich. Das Leben ist nicht nur ein höchst komplizierter Stoff, sondern ein lebendiger Leib. Dieser ist ins Unendliche morphologisch strukturiert. Nicht eine, wenn auch noch so komplizierte chemisch-physikalische Maschine, die immer endlich sein und aus kleinen leblosen Teilen bestehen müsste, wenn sie herstellbar wäre. Und das Leben ist nicht nur lebendiger Leib, sondern das Dasein mit Innenwelt und Umwelt, in dem es sich tätig verhält. Apparate des Leibes, der zweckhaft funktionierende Chemismus, die Sinnesorgane und so fort sind vom Leben hervorgebracht, aber noch nicht das Leben selber. Die Forscher werden noch ungeahnte biologische Gebilde entdecken und herstellen, aber sie werden nie ein Leben hervorbringen können. Große Forscher macht daher ihre Erkenntnis bescheiden. Einstein verlor nicht den Blick für das Geheimnis des Lebens, als er seine kosmischen und atomaren Erkenntnisschritte getan hatte. 1947, anlässlich einer Erkrankung, an seinen Körper denkend, schrieb er: Ich wundere mich,
dass diese unglaublich komplizierte Maschinerie überhaupt je funktionsfähig ist. Er fühlte, wie lumpig primitiv unsere ganze Wissenschaft sei. Und 1952, wenn ich rechne und sehe so ein winziges Insekt, das auf mein Papier geflogen ist, dann fühle ich etwas wie: Allah ist groß und wir sind armselige Tröpfe mit unserer ganzen wissenschaftlichen Herrlichkeit. La ilaha illa Viele Beispiele könnte ich anführen. Ich möchte hier nur eines geben. Als er mit 22 Jahren leidenschaftlich um Freisetzung seiner schöpferischen Kräfte, seiner poetischen Kräfte rang, bekannte er in einem Brief an seinen geistigen Mentor Herder, dem er als Student in Straßburg begegnet war, Zitat: Ich möchte beten wie Moses im Koran. Herr, mache mir Raum in meiner engen Brust. Goethe zitiert damit die 20. Sure. Was inhaltlich gemeint ist, geht aus seinen eigenen Koranexzerpten hervor, da erfindet man die Fortsetzung dieses Satzes, den er in dem Brief an Herder schreibt. Da heißt es: O mein Herr, mache mir Raum in meiner engen Brust, mache mir auch mein Geschäft leicht, löse auch das Band von meiner Zunge. Dass Goethe im Zusammenhang seiner eigenen poetischen Sendung sich dem Koran zuwandte und sich auf ihn, Herder, gegenüber berief, zeigt, welchen Wert er dem Heiligen Buch des Islam schon als ganz junger Mensch zuerkannte. Ein halbes Jahrhundert später bekannte der 70-jährige Dichter in aller Öffentlichkeit, dass er sich mit dem Gedanken trage, Zitat, ehrfurchtsvoll jene heilige Nacht zu feiern, wo der Koran vollständig dem Propheten von oben her gebracht ward. Seine Wortwahl, ehrfurchtsvoll, heilige Nacht und von oben her, erinnert nicht von ungefähr an die Worte, mit denen die Christenheit zu Weihnachten die Geburt ihres Heilands feiert. Ohne Zweifel unterscheidet sich Goethes Wortwahl grundlegend von der Sprache, in der man gemeinhin im Westen vom Islam spricht. Im Gegensatz zu Mohammed und den Muslimen, die die heiligen Bücher der Juden und Christen respektieren, zeigt die westliche Welt viel weniger Respekt gegenüber dem Koran. Goethe erkannte und verehrte in der Offenbarung des Korans an den Propheten Mohammed das Wirken göttlicher Vorsehung in der Menschheitsgeschichte, so wie er es im Alten und Neuen Testament und in anderen Religionen verehrte. Seine Koranauszüge von 1771 und 1772, von denen 2 Dutzend Verse erhalten geblieben sind, zeigen Goethes persönliche Wertschätzung, die weit hinausgeht über das Toleranzbestreben der Aufklärungsbewegung. Sie weisen auf Aspekte des Islam hin, die Goethes besondere Sympathie erregten, durch ihm einleuchtende, seinem eigenen Fühlen und Denken verwandte Gesinnungen. Die Exzerpte gehen aus von der 2. Sure, die bis ins hohe Alter Goethes Lieblingssure blieb. Zunächst notiert er den in Vers 106 ausgesprochenen schönen Gedanken: Gewiss, wer sein Angesicht zu Gott völlig wendet und dabei Gutes tut, der wird seinen Lohn haben bei Gott, seinem Herrn, und über solche wird keine Furcht kommen, noch werden sie betrübt werden. Gefolgt wird dies Zitat vom
109. Vers der zweiten Sure, der die ganz goethische Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass Gott sich in der Natur offenbart. Ich zitiere: Gott gehört der Aufgang und der Niedergang der Sonne, und wohin ihr euch wendet, ist Gottes Angesicht da. Nach Überspringung von 50 Versen knüpft Goethe wieder an das Thema der Offenbarung Gottes in der Natur an, mit dem Zitat Vers 159: Er hat Zeichen genug davon gegeben in der Schöpfung der Himmel und der Erden, in der Abwechslung der Nacht und des Tags. In diesem allen sind Zeichen genug seiner Einigkeit und Gütigkeit für die Völker, die sie mit Aufmerksamkeit betrachten wollen. Die Lehre von der Einheit Gottes war Goethe immer besonders wichtig. Und so hat er gerade das nachdrückliche Verkünden des Monotheismus stets als besonderes Verdienst des Propheten Mohammed betrachtet. Es folgen in Goethes Notizen Aufrufe, Notizen aus dem Koran, Aufrufe zur Wohltätigkeit, wie sie für den Koran sehr charakteristisch sind. Welchen Wert Goethe auf diese Seite des Islam legte, zeigen die vielen Aufrufe zur Wohltätigkeit, die später einen wesentlichen Bestandteil seines westöstlichen Divan ausmachen. Andere Koranverse, die Goethe 1771-72 notierte, beziehen sich darauf, dass Gott nicht nur durch einen, sondern durch viele Mittler zur Menschheit spricht. Aus Sure 3 notierte Goethe: So ist auch Mohammed unter euch nichts als ein Gesandter, und sind auch schon viele Gesandte vor ihm gestorben. Gott ist nicht geneigt, dass er euch bekannt mache, was ein Geheimnis ist, sondern er erwählt einige von seinen Gesandten, welchen er will, dass die Menschen glauben an Gott und an seinen Gesandten. Schon in jungen Jahren hat Goethe besonders mit dem Schweizer Theologen Lavater viel über die Frage diskutiert, ob einzig Christus von uns als Verkünder Gottes angesehen werden dürfe oder ob mehreren dies Amt zuzuerkennen sei. Es bildete einen der Streitpunkte, die schließlich zum Bruch mit Lavater führten. Lavaters Tagebuch zeigt, dass damals auch der Koran Gesprächsgegenstand war. Durch den Hinweis auf Mohammed versuchte Goethe, Lavater klarzumachen, dass die Menschheitsgeschichte auch außerhalb des christlichen Bereichs große Religionslehrer kennt, die unsere Achtung verdienen. Goethes Koranauszüge verraten auch bereits ein Interesse an der besonderen Wirkungsweise Mohammeds und seiner Stellung innerhalb seines eines bestimmten Volkes. So notiert er aus der 29. Sure: Zeichen stehen bei Gott, ich bin nur ein offenbarer Prediger. Und aus Sure 13, Vers 8: Weiter sagen einige Ungläubige von dir, ist denn nicht ein Wunderzeichen von seinem Herrn über ihn herabgeschickt worden? Doch du bist nur ein Prediger und ist einem jeden Volk sein Lehrer zur Unterweisung gegeben worden. Für diesen Gedanken, der sich auch im 4. Vers der 14. Sure findet, hat Goethe zeitlebens eine besondere Vorliebe gehabt. So, wenn er noch 1819 als 70-Jähriger in einem Brief an einen jungen Gelehrten schreibt, Zitat: Es ist wahr, was Gott im Koran sagt. Wir haben keinem Volk einen Propheten geschickt als in seiner Sprache. Oder in einem Brief an Thomas Carlyle vom Jahr 1827, der Koran sagt, Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache. Die Koranverse in Goethes Exzerpten, die davon sprechen, dass die Ungläubigen Wunderzeichen von Mohammed erwarteten, haben auf Goethe lange nachgewirkt. Noch in der Divan-Epoche, als er in seinen Mit-60er Jahren war, spielte er darauf an,
als er die Verse schrieb. Wunder kann ich nicht tun, sagt der Prophete. Das größte Wunder ist, dass ich bin. Die wichtigste Folge der Koranstudien von 1771 und 72 war, dass sie Goethe zu einem Mohammed-Drama inspirierten, das Voltaires gehässigem Drama Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète von 1742 völlig entgegengesetzt war. Leider sind von Goethes Dramenplan nicht mehr als einige Kernpartien erhalten geblieben, doch zeigen schon diese ganz klar, dass der 23-jährige Goethe sich mit großer Entschiedenheit darum bemühte, für den Islam um Verständnis zu werben. Auch enthalten diese Fragmente zweifellos die bedeutendsten Huldigungen, die dem Begründer des Islam von einem europäischen Dichter je dargebracht wurden. An den noch erhaltenen Szenen wird Wesentliches von dem sichtbar, was Goethe persönlich am Islam so stark beeindruckte. Zunächst die Gestalt des Propheten selber, das Wesen und Schicksal eines Religionsstifters, der nicht allein durch das Wort seine Lehre verbreitet hatte, wie Christus, sondern auch durch ganz kämpferische, weltliche Mittel. Goethes Anteilnahme an der Gestalt des Propheten kommt besonders zum Ausdruck in dem berühmten Preislied Mahomets Gesang. Mahomet, das ist die französisierte Form. Es war damals üblich, also bestimmte Ausdrücke, wir kommen nachher noch auf Hegir als Ausdruck für Hegira. Alles kam damals bildungsmäßig von den Franzosen herüber. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, sein berühmtes Preislied Mahomets Gesang, ursprünglich als Wechselgesang zwischen der Tochter des Propheten Fatima und seinem Schwiegersohn Ali gedacht. Dieses Preislied dichtete Goethe im Frühjahr 1773, nachdem er alle nur erreichbare Literatur über Mohammed studiert hatte. Hier wird das Wesen des Religionsstifters und geistigen Führers der Menschheit unter dem Gleichnis des Stromes dargestellt, um die von kleinsten Anfängen ausgehende, dann ins Riesenhafte wachsende geistige Macht zu schildern, ihre Ausweitung und Entfaltung mit dem glorreichen Abschluss der Einmündung in den Ozean, der hier zum Symbol der Gottheit wird. Wie der große Strom die kleineren Bäche und Flüsse auf seinem Weg zum Meer mit sich führt, reißt der religiöse Genius die anderen Menschen als seine Brüder mit. Lassen Sie mich wenigstens einige Verse aus dem Preislied auf den Propheten Mohammed zitieren. Und die Flüsse von der Ebene und die Bäche von den Bergen jauchzen ihm und rufen, Bruder, Bruder, nimm die Brüder mit zu deinem alten Vater, zu dem ewigen Ozean, der mit ausgespannten Armen unser wartet. Die Hymne endet mit den Versen, und so trägt er seine Brüder, seine Schätze, seine Kinder dem erwartenden Erzeuger Freude brausend an das Herz. Andere Fragmente des Mahomet-Dramas bekunden Goethes spezielles Interesse für die Lehre von der Einheit Gottes. Darüber berichtet Goethe selber ausführlich in Dichtung und Wahrheit, wo er die Anfangsszene mit dem Erweckungserlebnis des jungen Mohammed unter dem nächtlichen Sternenhimmel schildert. Wie intensiv und genau sich der über 60-jährige Goethe an diese Szene noch zu einer Zeit erinnerte, als ihm das Manuskript längst abhanden gekommen war, ist erstaunlich. Erst nach seinem Tode tauchte die Hymne »Teilen kann ich euch nicht dieser Seele Gefühl« wieder auf. Sie endet mit dem Propheten in den Mund gelegten Versen, hebe liebendes Herz dem Erschaffenden dich, sei mein Herr, du, mein Gott, du Allliebender, du, der die Sonne, den Mond und die Stern schuf, Erde und Himmel und mich.
Die Hymne zeigt Goethes Naturfrömmigkeit im Zusammenklang mit islamischen Vorstellungen. Seine Überzeugung, die Vielfalt der Naturerscheinungen zur Erkenntnis des einen Gottes emporheben müsse, hatte er im Koran gleichnishaft vorgebildet gefunden. In diesem Zusammenhang gehört auch die erhalten gebliebene Dialogszene zwischen Mohammed und seiner Pflegemutter Halima, der er die Lehre von der Einheit Gottes nahezubringen sucht. Auch dies ist ein sehr lesenswerter Text, der leider viel zu wenig bekannt ist, und leider haben wir auch nicht die Zeit, um ihn zu zitieren. An diese frühen Dichtungen zu Ehren des Propheten Mohammed und der islamischen Religion, mit denen Goethe seine Landsleute für eine positivere Einstellung gegenüber dem Islam gewinnen wollte, knüpfte er 4 Jahrzehnte später im westöstlichen Divan wieder an. Aber nun in noch viel umfassenderer Weise. Als erstes konfrontiert Goethe den Leser, wenn sie den Divan aufschlagen, mit einer Weltuntergangsvision. Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern. Man weiß nicht, sind das Posaunentöne des jüngsten Gerichts? Dann ertönt eine Stimme, die dem Dichter gebietet, flüchte du im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten. Die Gedichtüberschrift Egir, für das französische Wort für Hegira, verknüpft den Aufbruch des Dichters zum reinen Osten der patriarchalischen Frühe mit dem Aufbruch des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina im Jahr 622, dem Gründungsjahr des Islam und Beginn der islamischen Zeitrechnung. Bei allem, was er verkündigte, gehorchte Mohammed der Überlieferung nach einer höheren Stimme, der Stimme des Engels Gabriel. Der ganze Koran besteht aus solchen Zurufen, Geboten, Weisungen von oben. Auch in Goethes Egir-Gedicht ist es eine höhere Stimme, die den Dichter zum Aufbruch in den reinen Osten auffordert. Goethes Egir-Gedicht, mit dem er den westöstlichen Divan eröffnet, schrieb er, wie die Handschrift vermerkt, am 24. Dezember 1814, an einem heiligen Abend, also an dem die Christenheit die Geburt ihres Erlösers und den Anbruch der christlichen Ära feiert. Eine seltsame Koinzidenz, über die nachzudenken sinnvoll ist, besonders wenn man bedenkt, dass Goethe in einer protestantischen Familie als Sohn einer bibelfesten Mutter aufwuchs und dass er sich auch selber zu den protestantischen Laien zählte, die die Bibel so gut kannten, dass sie, ich zitiere, als lebendige Konkordanz von allen Sprüchen, wo und in welchem Zusammenhang sie zu finden, Rechenschaft zu geben vermochten, die Hauptquellen aber auswendig wussten und solche jederzeit zur Anwendung bereithielten. Dies Zitat stammt aus den Noten und Abhandlungen zum Divan, dem Prosateil, der vieles erläutert, was in Gedichten anklingt. Dort fügt Goethe noch hinzu, dass jedem Bibelfesten daraus eine große Bildung erwachsen musste, weil das Gedächtnis immer mit würdigen Gegenständen beschäftigt, dem Gefühl, dem Urteil, reinen Stoff zu Genuss und Behandlung aufbewahrt. Hier spricht Goethe aus der Erfahrung eines bibelfesten Menschen, um, zur Überraschung der Leser, seine brüderlichen Gefühle für den persischen Dichter Mohammed Shams Eddin Hafiz zu erklären, dessen Ehrentitel Hafiz ihn als frommen Muslim ausweist, der den ganzen Koran
auswendig gelernt hat. Wie Goethe betont, wurde die Ehrenbezeichnung Hafiz für den persischen Dichter zum bezeichnenden Hauptnamen. Goethes Buch Hafiz, das zweite Buch im westöstlichen Divan, zeigt dann unter dem Gedicht Beiname den persischen Dichter des 14. Jahrhunderts im Dialog mit Goethe selber. Hafiz spricht dort über sein ehrfürchtiges Verhältnis zum Koran, woraufhin Goethe sich ihm ohne alles Zögern zur Seite stellt, mit der Begründung, dass er, wie Hafiz, den Koran, unserer heiligen Bücher herrlich Bild an sich genommen, trotz Verneinung, Hindrung, Raubens, mit dem heitern Bild des Glaubens. Im selben Buch Hafiz bezeichnet Goethe Hafiz als seinen Zwilling. Gibt es eine nähere, intimere Verwandtschaft als zwischen Zwillingen? Ist es nicht verblüffend, dass Goethe, obwohl er durch Jahrhunderte und immense geografische Entfernung, aber auch durch Sprache und Tradition von Hafiz getrennt lebte, sich ihm doch so nah fühlte wie einem Zwillingsbruder? Demonstrativ zeigt Goethe im Divan Zwillinge, von denen der eine Muslim und der andere Christ ist, im brüderlichen Dialog. Weitgehend besteht der Divan, und Divan bedeutet ja Versammlung, aus westöstlichen Dialogen. Dabei kommen viele berühmte Persönlichkeiten des Orients zu Wort, sogar der Prophet Mohammed persönlich, aber auch Schah Abbas, der große Mahmud von Gassner, der Eroberer Timur, der Mufti Ebu Suud, Sultan Selim und eine Reihe von Dichtern. Sie geben in Goethes Divan ebenso ihre Meinungen kund wie die anonymen Schenkenknaben, Maultiertreiber, Karawanenführer, Juweliere, Händler im Bazar bis hin zum Bettler. In 12 Divanbüchern und im Prosateil der Noten und Abhandlungen überall gibt Goethe Beispiele für die Möglichkeit westöstlicher Dialoge. Der Dichter Hafiz, die Dichter Hafiz, Ferdusi, Celaleddin Rumi treten als Sprechende auf und Goethe erwidert ihre Aussprüche. Dabei achtet er genau darauf, dass der östliche und der westliche Sprecher die gleiche Verszahl, also gewissermaßen die gleiche Redezeit erhalten. Zahlreiche Gedichte basieren auf dem heiligen Buch des Islam, auf, um Goethes Ausdrucksweise zu übernehmen, des Korans Geweihtvermächtnis. Diese Gedichte sind gleichfalls dialogisch. Sie bestehen in ihrer ersten Hälfte aus Koranzitaten, in der zweiten aus Goethes eigenen Versen. Dadurch verschmelzen sie so zu einem Gedicht, dass sie buchstäblich westöstlich sind. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, halb aus Koranversen und halb aus Goethes eigenen Worten ist ein Vierzeiler gebildet, der Gebetcharakter hat. Mich verwirren will das Irren, doch du weißt mich zu entwirren. Wenn ich handle, wenn ich dichte, gib du meinem Weg die Richte. Hier benennt Goethe mit dem Wort die Richte, was der gläubige Muslim als Scharia bezeichnet, das heißt den rechten Pfad, der zur Quelle führt. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung von Scharia, ein Wort, das nur der Polit-Islam völlig entstellt hat. Ganz deutlich zeigt der westöstliche Divan des Dichters starke Hinneigung zum Kern der Lehre, zur Kernlehre des Islam, der Ergebung in den Willen Gottes. Wie die Muslime glaubte auch Goethe an die Vorherbestimmung seines Schicksals durch Gott. Darum sah er es als ein Gebot der Frömmigkeit an, sich nicht gegen den Willen Gottes aufzulehnen. Es war bezeichnend für Goethe, sich bei schweren Schicksalsschlägen an dieser Lehre aufzurichten. Zum Beispiel beim Tod eines nahen Freundes
als er seufzend und allen Trost ablehnend sagte, Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter nichts als zu tragen. Goethe glaubte an eine spezielle Vorsehung, besonders bei Todesfällen. So sagte er 1827 einmal, wir leben, solange es Gott bestimmt hat. Von seiner eigenen Schicksalsergebenheit sprach Goethe wiederholt unter Berufung auf den Islam. Zum Beispiel berichtete er über sein Verhalten in gefahrvoller Situation während des Krieges, während der Kampagne in Frankreich 1792. Sobald die Gefahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand. Und ich habe bemerkt, dass Menschen, die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die mohammedanische Religion gibt hiervon den besten Beweis. Als im Jahr 1820 seine Schwiegertochter gefährlich erkrankte, schrieb Goethe an einen Freund aus der gleichen Gesinnung heraus, weiter kann ich nichts sagen, als dass ich auch hier mich im Islam zu halten suche. Ähnlich äußerte sich Goethe, als im Jahr 1831 die Cholera um sich griff. Hier kann niemand dem anderen raten. Beschließe, was zu tun ist, jeder bei sich. Im Islam leben wir alle, unter welcher Form wir uns auch Mut machen. Und noch 4 Wochen vor seinem Tode schrieb der 82-jährige Dichter, als wiederum die Cholera die Menschen erschreckte, hier am Orte und im Lande ist man sehr gefasst, indem man das Übel abzuwehren für unmöglich hält. Alle dergleichen Anstalten sind aufgehoben. Besieht man es genauer, so haben sich die Menschen, um sich von der furchtbaren Angst zu befreien, durch einen heilsamen Leichtsinn in den Islam geworfen und vertrauen Gottes unerforschlichen Ratschlüssen. Wir erkennen hier, dass Goethe bewusst nach einer Grundlehre des islamischen Glaubens wirklich gelebt hat und dass er seine Freunde ausdrücklich auf diese Lehre hinwies. Man hat Goethe öfter verargt, dass einige seiner Bekenntnisse zum Islam für westliche Ohren allzu provokativ klingen. So, wenn er im Buch der Sprüche erklärt, närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Im Grunde genommen brauchte niemand sich irritiert zu fühlen, denn der Spruch besagt doch nichts anderes, als dass das Wort Islam Ergebung in Gottes Willen bedeutet. Und der Mensch sich einzig Gott als der allerhöchsten Instanz ergeben soll, kann, darf und muss. Und hat das nicht Gültigkeit für jeden, unerachtet der Religion, die dem Einzelnen durch Geburt und Lebensumstände eignet? Dass diese Ergebenheit und Schicksalsgläubigkeit sich verbinden kann mit einem starken Freiheitsdrang und dem Willen, sich niemand als Gott zu beugen, bezeugt ein anderes Gedicht, das Goethe Freisinn überschrieben hat. Es steht im Buch des Sängers zwischen lauter Segensfändern und Talismanen, zu denen der Koran Goethe angeregt hatte. Es lautet, lasst mich nur auf meinem Sattel gelten, bleibt in euren Hütten, euren Zelten, und ich reite froh in alle Ferne, über meiner Mütze nur die Sterne. Längst weiß man, dass Goethe zu diesen Versen durch einen Reisebericht aus dem Kaukasus angeregt wurde, in dem die ungebundene, bedürfnislose, ursprüngliche Lebensform der freiheitlichen Inguschen, eines Zweigs der Tschetschenen, geschildert wird. Dort war Goethe auf den für diesen Stamm charakteristischen Ausspruch eines Mannes gestoßen, der einen Antrag zur Unterwürfigkeit mit der kurzen Antwort zurückwies. Über seiner Mütze sehe er nur den Himmel. Goethes Reiter ist also ein Tschetschene,
für den Freiheitsliebe und Abneigung gegen jeden Zwang, Verweigerung von Unterwürfigkeit und Entschlossenheit, sich keinem anderen als Gott zu ergeben, charakteristisch ist. Die Verse zeigen Goethes tiefe Sympathie mit der Haltung eines solchen Kaukasusbewohners, die Art, wie er sich durch dessen hochgemuten Ausspruch zu seinen eigenen, jugendlich beschwingten Versen inspirieren ließ, zeigt seine Affinität zu dem stolzen, mit seinem Reittier ganz verschmolzenen, freiheitliebenden Menschen. Goethes Bewunderung gilt dabei auch der einfachen, natürlichen Lebensweise des durch seine Bedürfnislosigkeit von materiellen Gütern unabhängigen Mannes. Es scheint, dass der Divan-Dichter hier eigene Träume verwirklicht fand, die im Einklang waren mit den Impulsen, die zu seiner Egil führten. Das große Einleitungsgedicht Egil zeigte ihn ja als einen aus Europa Flüchtenden, der zum reinen Osten früher Lebensformen aufbricht, um, ich benutze jetzt mehrere Zitate, in des Ursprungs Tiefe zu humaneren Ursprüngen des Menschengeschlechts vorzudringen, zu den einfachen, von ihm als Jugendschranke gepriesenen Lebensformen, wie sie sich im Orient seit den patriarchalischen Zeiten noch erhalten hatten. Eben weil der Osten durch die Zeiten hindurch in vielem seine Ursprünglichkeit bewahrt hatte, sprach der Divan-Dichter vom reinen Osten. Zitat jetzt, dort im Reinen und im Rechten will er jeden Pfad betreten und sich, wie es gerade kommt, mal unter Hirten mischen, schon die Patriarchen Abraham und seine Söhne waren ja nomadisierende Hirten. Und mal mit Schal, Kaffee und Moschus handeln, also Kaufmann sein, wie Mohammed, ehe er Prophet wurde. Die Suche des Divan-Dichters galt Menschen, welche, wieder Zitat, sich nicht den Kopf zerbrachen, also intellektuell waren, und die jeden fremden Dienst verwehrten. Ein solcher war in der Tat derjenige, der die Aufforderung zur Unterwürfigkeit abwies mit der Begründung, über seiner Mütze sehe er nur den Himmel. Mit diesem ungebundenen Kaukasusbewohner, dem der Sattel seines Reittiers lieber ist als das gesichertere Behaustsein in Hütten und Zelten, identifiziert sich der Divan-Dichter. In der Vorlage hieß es, über seiner Mütze sehe er nur den Himmel. Goethes Entscheidung für den Schlussvers über meiner Mütze nur die Sterne steht im Zusammenhang mit dem Koranvers, mit dem er die nächste Strophe beginnen lässt, den nächsten Vierzeiler beginnen lässt, beide Vierzeiler hat er unter der Überschrift Freisinn vereint. Da heißt es, und die ersten beiden Verse sind Koranverse. Er hat euch die Gestirne gesetzt als Leiter zu Land und See, damit ihr euch daran ergetzt, stets blickend in die Höhe. Auch dies ein halb aus dem Koran und halb aus goethischen Versen bestehender Vierzeiler. Das Koranzitat stammt aus Sure 6, Vers 98. Er hat euch die Gestirne gesetzt als Leiter in der Finsternis zu Land und See. Dieser Vers hat insofern speziell orientalischen Charakter, als man im dicht bevölkerten Europa die Sterne kaum als Leiter zu Land braucht, während sie als solche in den meergleichen Wüsten des Orients unentbehrlich sind. Dort würden die Menschen ohne die Sterne in die Irre gehen und so erscheinen gemäß dem Koran, so erscheint all der riesige Aufwand an Sternen nur um ihretwillen da zu sein. In Goethes Versen aber geht es um die Herrlichkeit der Nacht,
mit dem Glanz der Sterne, zu denen der Mensch, der über seiner Mütze nur die Sterne sieht, froh aufblickt. Der Mensch soll sich daran ergötzen, dass die Gestirne zu seinem Besten leuchten. Er darf, er soll sich als Zentrum des Alls fühlen und das Bewusstsein genießen, dass Gottes Gnade mit jedem Stern auf ihn herniederblickt. Der Ausspruch des Tschetschenen, über seiner Mütze sehe er nur den Himmel, wurde auch von anderen Berichterstattern als Ausdruck der besonderen Eigenart des tschetschenischen Stammes empfunden. Dieses Volk wird heute von den Russen und wegen der Allianz gegen den Terrorismus großenteils auch von der übrigen Welt als ein Volk von Terroristen betrachtet und, was noch viel schlimmer ist, behandelt. Aber sich fremden Regierungsformen verweigern, Unterwürfigkeit zurückweisen, die eigene Unabhängigkeit wahren wollen, ist nicht gleichbedeutend mit Terrorismus. Die heutige Welt steht in der Gefahr, die Äußerungen des Freiheitswillens der Völker als Terrorismus zu diffamieren. Stattdessen könnte die Welt etwas von diesen prachtvoll unmodernen Menschen lernen, in denen keine Sklavenmentalität angelegt ist, deren Sprache das Wort Befehl nicht kennt, die das Recht des Stärkeren nicht anerkennen und lieber sterben, als sich unterjochen lassen. Goethes Sympathie mit einer solchen Haltung sollte uns zum erneuten Nachdenken über die mutige Bevölkerung veranlassen, die in unserer Zeit völlig vertilgt zu werden droht, weil sie sich nicht versklaven lassen, sondern sich einzig vor Gott beugen will. Goethes Freisinn-Gedicht sollte uns warnen, zuzulassen, dass ein ganzer stolzer Völkerstamm ausgerottet wird und damit auch etwas so Kostbares wie ihr traditionelles Freiheitsbewusstsein, kurz all das, was Goethe mit der herrlichen Wortprägung, es ist seine eigene Wortschöpfung, Freisinn gepriesen hat, dass das aus der Welt verschwindet. Lebendige Eindrücke während der Befreiungskriege gegen Napoleon trugen viel dazu bei, Goethe in seiner Achtung gegenüber den Muslimen zu bestätigen und seine Gedanken auf eine mögliche Annäherung der Religionen zu lenken. Damals kamen unter den verbündeten russischen Truppen auch Baschkiren nach Weimar. Goethe nutzte die Gelegenheit zu persönlichen Kontakten mit diesen islamischen Soldaten und Offizieren. Er nahm sogar an ihrem Freitagsgebet teil und war sehr beglückt, wie er an einen Freund von Trebra schrieb, der hier in Clausthal gewirkt hat, ein guter Freund Goethes, der sich viele Verdienste um Clausthal erworben hat von Trebra. Er schrieb an ihn, wie beglückt er sei, den Mullah geschaut und die Suren des Korans rezitiert gehört zu haben. Auch auf andere Menschen in seiner Umgebung ging von diesem islamischen Gemeinschaftsgebet, Gebeten, die im protestantischen Gymnasium stattfanden, eine große Wirkung aus. Goethe berichtete seinem Sohn darüber, dass sich anschließend mehrere religiöse Damen von der Bibliothek den Koran ausgeliehen hätten. Er selber bewirtete muslimische Gäste in seinem Haus und tauschte Geschenke mit ihnen aus. Dieser persönliche Kontakt und der Eindruck der vereint gegen den Usurpator kämpfenden Truppen hatte zur Folge, dass Goethe es nach dem gemeinsamen Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig nicht mehr für angemessen fand, wenn die Protestanten am 31. Oktober ihr Reformationsfest feierten, weil man an Zwiespalt und Unfrieden, ein ungeheures Unglück einiger Jahrhunderte erinnert werden. Vor allem, und das sei noch schlimmer, müsse man sich sagen, dass man bei solchem Fest sich von den anderen trenne, mit denen man noch 14 Tage zuvor am 18. Oktober, dem Tag der Völkerschlacht bei Leipzig, den gemeinsamen Sieg gefeiert habe. Dieselben Menschen, mit denen man sich gerade eben aufs Innigste und Kräftigste verbunden gefühlt habe, kränke man nun durch diese Trennung.
Was Goethe dagegen vorschlägt, ist eine Feier, die alle Konfessionen vereinen sollte. Ein Fest der reinsten Humanität, wie er es nennt. An diesem Fest, so schreibt Goethe, solle niemand fragen, von welcher Konfession der andere sei, sondern, ich zitiere, alle ziehen vereinigt zur Kirche und werden von demselben Gottesdienst erbaut. Alle bilden einen Kreis ums Feuer und werden von einer Flamme erleuchtet. Alle erheben den Geist an jenen Tag gedenken, der seine Glorie nicht etwa nur Christen, sondern auch Juden, Muslimen und Heiden zu danken hat. Zitat Ende. Dieser Wunschtraum Goethes hat sich noch nicht verwirklicht. Aber es ist nicht einzusehen, warum er sich nicht eines Tages verwirklichen sollte. Wir haben diese Veranstaltung unter das Motto Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident gestellt. Es ist ein Zitat aus Koran, Sure 2, Vers 142, das Goethe zu einem Vierzeiler inspirierte, der die Quintessenz des westöstlichen Divans bildet. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Dieser Spruch war Goethe so lieb, dass er Kalligraphien davon angefertigt hat. Wahrscheinlich am Neujahrstag des Jahres 1815, alles deutet darauf hin, obwohl er nicht datiert ist, der Beginn eines neuen Jahres war Goethe immer besonders wichtig. Er hat Kalligraphien davon angefertigt, von denen wir eine hier abgebildet haben und sie zur Verteilung gebracht haben. Und ich glaube, einige sind noch dort, damit sie einen Talisman aus Goethes Hand mit nach Hause tragen können. Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Worte darüber sagen. Sie erinnern sich im Eingangsgedicht von Goethes Divan, Ägir, tauchten zum ersten Mal die vier Himmelsrichtungen auf, Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, flüchte du im reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten. Im Ägir-Gedicht herrschte Friede, nur im reinen Osten der weit zurückliegenden patriarchalischen Frühzeit der Hirten. Im Gegensatz zum gegenwärtigen kriegerisch-chaotischen Zustand der Zersplitterung in Nord und West und Süd. Goethe setzte diesem in seiner Zeit und Welt herrschenden kriegerischen, chaotischen Zustand mit den Koranversen des Gottes ist der Orient Spruches den Frieden Gottes entgegen. Damit ist das Verhältnis des Divan zu Zeit und Geschichte klar ausgesprochen. Dem heillosen Zustand seiner und unserer Gegenwart wird als Heilmittel, als Antidot sozusagen entgegengesetzt, was der Koran und islamische Dichter wie Hafiz dem Dichter Goethe geschenkt hat. Goethes Drang im Gottes ist der Orientspruch, alle vier Himmelsrichtungen zu nennen und die durch den Koranvers Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, vor dem geistigen Auge gezogene von Ost nach Westen verlaufende Horizontale, durch eine in Richtung der Magnetnadel verlaufende Vertikale zu ergänzen. Das entsprang dem Impuls, auf die Einheit der göttlichen Schöpfung hinzuweisen. Die Erweiterung der Koranaussage bringt es auch mit sich, dass die Ost-West- und Nord-Süd-Linien einander vor unserem inneren Auge überkreuzen. Dass dadurch unversehens das Zeichen des Kreuzes entsteht, ist bei Goethes augenhafter Dichtungsart kein Zufall. Auf diese Weise ergänzt er die Aussage des östlichen Koran,
durch das für die Christenheit und den Westen bezeichnende Kreuzsymbol. Mit den Schlussversen evoziert Goethe die Vorstellung der in den Händen Gottes ruhenden Weltkugel. Dies nun ist ein Symbol der christlichen Ikonographie, das sich tief in das Bildgedächtnis des abendländischen Menschen eingeprägt hat. Besonders in der Hand Gottes symbolisiert die Kugel den Schöpfungsbereich von Himmel und Erde, ist sie Sinnbild der absoluten Allgegenwärtigkeit und Allwirksamkeit Gottes, der himmlischen Vollkommenheit und des idealen Universums. Vergegenwärtigt man sich die Kugelform der Erde, dann verwandelt sich die durch die abstrakten Begriffe Orient und Okzident gezogene gerade Linie durch die Kugelform zum Halbkreis. Solch ein Halbkreis aber ist das Zeichen der Mondsichel, das Symbol des Islam. Genauso kann man die beiden letzten Zeilen des Spruches sehen und deuten. Nord- und südliches Gelände. Und dann ergibt sich ein aus zwei Halbkreisen bestehender Kreis, dem ein Kreuz eingeschrieben ist. Islam und Christentum werden als untrennbare Einheit gesehen. Wie aus vielen mittelalterlichen Bildern hervorgeht, ist der Kreis mit dem Kreuz ein christliches Zeichen der Welt. Aus Goethes Spruch aber schimmert es durch als ein Symbol der Einheit. Der Titel Westöstlicher Divan will die polare Einheit von Westen und Osten aussagen, während der Talismanspruch, den Sie in Händen haben, die polare Einheit von Orient und Okzident aussagt. Will man wirklich zur Einheit kommen, muss man in beide Richtungen denken können. Mit anderen Worten, man muss die Relativität beider Positionen im Hinblick auf die je andere Position wahrnehmen, was zugleich bedeutet, dass man die Wahrheit der jeweils anderen Position wahrnimmt, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass Westöstliche bzw. das Ostwestliche als Einheit überhaupt erfahren zu können. Das heißt, die Unterschiede als vom Wesentlichen unterschieden betrachtet. Die Aufgabe der großen Dichter ist es, die zerstörte Einheit der Dinge im Wort wiederherzustellen. Goethe tat das in diesem halb aus Koranversen und halb aus eigenen Versen bestehenden Spruch. Damit schuf er hier wiederum eine für den westöstlichen Divan bezeichnende Gedichtform, die des geheimen Dialogs mit dem Propheten Mohammed. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wogegen Goethe ausdrücklich in Dichtung und Wahrheit betonte, zu keinem Zeitpunkt seines Lebens habe er Mohammed als Betrüger ansehen können. Als im Jahr 1820 seine Schwiegertochter gefährlich erkrankte, schrieb Goethe an einen Freund aus der gleichen Gesinnung heraus: Weiter kann ich nichts sagen, als dass ich auch hier mich im Islam zu halten suche. Ähnlich äußerte sich Goethe, als im Jahr 1831 die Cholera um sich griff. Hier kann niemand dem anderen raten. Beschließe, was zu tun ist, jeder bei sich. Im Islam leben wir alle, unter welcher Form wir uns auch Mut machen. Wir erkennen hier, dass Goethe bewusst nach einer Grundlehre des islamischen Glaubens wirklich gelebt hat und dass er seine Freunde ausdrücklich auf diese Lehre hinwies. Er nahm sogar an ihrem Freitagsgebet teil und war sehr beglückt,
wie er an einen Freund von Trepa schrieb, der hier in Clausthal gewirkt hat, ein guter Freund Goethes, der sich viele Verdienste um Clausthal erworben hat von Trepa. Er schrieb an ihn, wie beglückt er sei, den Mullah geschaut und die Suren des Korans rezitiert gehört zu haben. Zitat: Ich möchte beten wie Moses im Koran. Herr, mache mir Raum in meiner engen Brust. So, wenn er noch 1819 als 70-Jähriger in einem Brief an einen jungen Gelehrten schreibt, Zitat: Es ist wahr, was Gott im Koran sagt. Zitat: Es ist wahr, was Gott im Koran sagt. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.